Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier in bei dem Chaos. Ich freue mich sehr, dass ihr kleinen Netrunner da draußen auch wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Das ist jetzt eine der ersten Aufnahmen, beziehungsweise das zweite Format, was ich aufnehme nach meiner etwas längeren, leider dem Tod meines Kaninchens geschuldeten Pause. So, daher möchte ich, bevor wir uns in irgendwas reinstürzen, erstmal ins Inventar begeben und einfach mal gucken, was... Wow, das sah jetzt schon wieder sehr buggy aus. Ich sehe heute so ein bisschen aus, als ja, so eine Bettfrisur. Ich weiß auch nicht. Es ist so, wie es ist. Also, genau, mich interessieren tatsächlich eigentlich, siehst du, genau, diese Verbrauchsgüter. Ich brauche nämlich, bevor wir irgendwas, naja, wobei, guck mal, wir haben eigentlich genügend. Ist jetzt die Frage, was wir machen. Also, lasst uns doch einmal kurz rekapitulieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Wir waren bei Takemura im Toms Diner und er hat uns erzählt, er braucht uns, um irgendwie an Evelyn Parker zu kommen, weil er vermutet, dass Evelyn Parker dadurch, dass sie mit Yorinobu ein Verhältnis hat, ein, ja, sexuelles Verhältnis, hofft er, darin irgendwie eine seiner Schwachstellen finden zu können. Das war das eine. Kurz nachdem wir dieses Gespräch, beziehungsweise kurz nachdem er den Diner verlassen hat, ist zum einen unser freakiger Kopfgast in Erscheinung getreten. Und er hatte auch gesagt, wir sollen ins Afterlife gehen. Aber wir haben danach noch mit, ich glaube, Judy hieß sie, telefoniert. Und zwar, das ist das Mädchen, die uns diese Braindances gegeben hat. Und ich würde daher vielleicht auch mal in Lizzies Bar gucken. Pass auf, lass uns doch vielleicht erstmal mit Victor sprechen. Das wäre jetzt so die allererste Anlaufstelle. Ich finde es sehr, sehr schön. Finde alle Tarot-Graffiti in der Stadt. Das finde ich ist auch eine geile Quest. Ich glaube, lass uns doch... Ah, wobei, wir müssen erst mal gucken. Ja, aber Inventar passt. Komm, dann lass uns heute mal gar nicht so viel Schisselmissel vorneweg machen, sondern einfach mal rausgehen. Oh. Hey, Pastor Relin, was ist wichtig? Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Okay. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Wer? Er ist gerade hier in Night City. Und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Das hat er wirklich gesagt. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Compeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Aber warum erzählst du uns nicht, wer das ist? Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Okay. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Okay. Wir sehen uns dort. Alles klar. Japantown, wenn's dunkel ist. Ich würde sehr gerne meine Tür erstmal zuschließen, weil ich sonst Angst habe, dass die mir dann hier irgendwie die Bude ausräumen. Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter dem fünften Bambusrohr im Dorf und geht auf die Jagd. Ist das jetzt der Treffpunkt? Warum spricht er denn in Rätseln? Was? Er stillt seinen Durst am Wasserloch. Während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Weiß er, was ich soll? Oh Mann, ich bin doch dumm. Erzähl das mir doch klar und deutlich. Warum? Was? Verpiss dich, du Spinner. Ist auch schön. Verpiss dich, du Spinner. Hör auf mit dem Scheiß.
Habe ich da jetzt geantwortet drauf? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Warte. Dann gehen wir nochmal ins Journal und gehen nochmal hier in die Nachrichten und antworten. Takemura? Amateurin, ja, hier ist Takemura. Ich benutze ein Wegwerf... Ah, schreib doch nicht so schnell! Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Ja, tut es. Wir treffen uns an den Docks, an der Channel Street, Japantown. Ja, sagt er ja, Japantown. Okay, man hätte... Ach, vielleicht hätten wir es einfach als Rätsel lassen sollen. Ja, ich habe uns jetzt schon allen wieder den Spaß verdorben, glaube ich. Aber wir könnten ja tatsächlich mal gucken, ob wir dieses Bild dann finden. Oh, guck mal, wir können Evelyn Parker jetzt... Okay, ah, warte mal, wir können noch mal antworten. Oh, warte. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden? Oder war das zu kompliziert? Schon klar, Goro. Bis dann. Schreibt er da jetzt noch was? Tschüss. Ja, tschüss. Kann ich da jetzt drauf nochmal antworten? Nö, weil es steht hier immer noch Antworten drauf. Lass mal zu Evelyn Parker gucken. Wir müssen reden, das ist wichtig. Übermittlung der Nachricht nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Da würde ich tatsächlich doch auch sehr gerne nochmal Nachforschungen anstellen. Also, my friends, wir werden jetzt zu Victor gehen und ich just for fun einfach mal wieder die falsche Tasse. Nee, pass auf, wir werden... Ach, brauche ich doch gar nicht. Ach, was tut sie? Sie verdirbt es schon wieder. Wir werden... Wir gehen ins Journal und ich möchte mit Victor sprechen. Das wollte ich, das will ich, das werde ich und... Warte mal. Also, ich dachte, da leuchtet eine Nachricht. Ich gucke ja immer mega gerne rum, was hier so ist. Und ich möchte auch irgendwie mal... Oh, guck mal, warte mal. Ah, schau mal, warte mal, was ist hier? Kater? Was denn Kater? Neuer Splitter, Kater füttern. Soll das... Was? Oh, Kater? Aber warum Kater mit Doppel-R? Jemand muss den Kater füttern, frisst alles, aber vor allem Hühnchen? Einfach pss, 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 pss sagen und er kommt angerannt? Ih, Kater. Wohnt hier eine Katze? Okay, gut. Also, ich will mich tatsächlich gar nicht weiter hier aus dem Fenster lehnen. Wir werden jetzt rausgehen. Mit Victor eine Runde spielen. Wow. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber sie hat wahrscheinlich nur den Bereich abgesichert, ne? Eigentlich ist das voll geil. Weißt du, du gehst raus und es ist fast, als wärst du auf der Straße und hast hier auch irgendwie so eine Streetfood-Meilen. Aber es ist trotzdem immer noch ein Wohnkomplex. Das finde ich ultra geil. Irgendwie finde ich das richtig geil. Und so kann ich es mir tatsächlich auch wirklich in der Realität vorstellen, um einfach so dieses... Wie soll ich sagen? Dieses Wohnungsproblem, dieses platzbedingte Problem lösen zu können, ne? Kleinere Wohnung, höher hinaus und alles irgendwie kompakter. Das ist so eine mögliche Lösung. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Ist nur die Frage, wann das so sein wird. 2077? Vielleicht. Vielleicht. Wie ist das dann schon normaler Wohnungsstandard? Wir werden es nie herausfinden. Na, geht's dir gut? Kann ich mit dir reden? Mhm. Er sieht irgendwie nicht so fresh aus, ne? Vielleicht hat er einen Tee. Und was ist hier hinter? Was macht sie denn da?
Scheiße! Oh, Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Scheiße sagt man nicht. Ach, ich find's immer wieder spannend. Ich find's einfach spannend. So, also. Wir wollen mit Victor reden. Ach, wir haben ja kein Auto. Habe ich eigentlich unsere Karre hier noch? Ja, guck mal, geil. Unsere geklaute Karre ist doch da. Dann nehmen wir die doch. Nehmen wir die doch. Geil. Weil wir können sie ja nicht rufen. So, ne? So, weg da! Das war die Karre, in der ich nicht hupen kann. So, jetzt können wir rausfahren. Dann lauf doch weg! Du siehst doch, dass ich hier ausparken will, Mann. Raus! Ich muss hier raus! Ehe sie mich erschießen! Fahr doch! Ich komm nicht vom Fleck! Ich krieg die Kurve! Ich krieg sie doch! Ich krieg sie doch! Ich krieg sie doch! So, was? Hat Lutte gesagt? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. So, Freunde! Ah, ich habe die Kurve bekommen! Eieieiei! What a Geburt! Fahr doch! Ich bin auf der Flucht! Checkst du das nicht? Das geht schon wieder gut los. Warum kam ich denn überhaupt nicht raus, Mann? Also, ich bin eigentlich fast schon da. Ich muss jetzt hier einmal links abbiegen und dann... Die Zwiebeln hier aber auch echt lang, ne? Also... ist die Frage, reden wir erst mit Misty? Was ist das? Oh, Chakra-Harmonisierung. 1 Stunde 14, 99 Euro Dollar. 3 different in-scenes. Class B Connectors, Glit-free. Misty's Special, 24,99. 2 Stunden Advanced Service. 4 Core Computing Quality Long Lasting Appearance. Crystal Radiation. 10,99. Glit-free. Your daddy is the hero. Wir werden gleich mit dir reden, aber... Winkekatzen hat sie. Ich finde ihr Esoterikum ja unfassbar spannend, ne? Wir müssen nicht jetzt reden. Doch, Misty. Also, jetzt wo du zurück bist. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Ah, wie die Tarotkarten. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arkanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Was? Das große Arkanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Ja, und höhere Macht bedeutet, was genau? Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Hm? Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Welche Wahrheit? Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Okay. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Wir haben ja ein Bild gefunden. So, 1 von 20, ne? Fool on the Hill. Und wir gucken mal kurz schnell ins Journal.
zu... Nee, gar nicht wahr. Ins ganz normale Journal. Hier, finde alle Tarot-Graffiti in der Stadt. Vielleicht kannst du bei diesen abgefahrenen Bildern ja wirklich deinen Augen trauen. Vielleicht hat der Biochip dein Hirn auch schon im Scorp verwandelt. Naja, in jedem Fall solltest du diesen Symbolen auf den Grund gehen. Die tauchen echt an den seltsamsten Orten auf. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal mit Victor oder dieser Chakra-Tante darüber unterhalten. Wenigstens einen von beiden dürfte das interessieren. Aber wir werden trotzdem jetzt gleich in diesem Zusammenhang mal mit Victor sprechen. Ich glaube ja nicht, dass das eine Hauptquest ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden daher jetzt trotzdem mal nach unten gehen. Und eine Runde mit Victor schnacken. Der generell immer dabei ist, seine Hand zu reparieren. Also, ich habe da ein ziemlich seltsames Wandbild gesehen. Hör zu. Bitte mach jetzt nicht. Aber ich sehe seltsame Sachen in der Stadt. So eine Art Wandbilder. Aber ich weiß, sie sind nicht echt. Sicher nur ein Kiroshi-Bug. Ich sehe mir das an. Nein, nein. Die Bilder sind zu komplex für einen Bug. Es sind Symbole für irgendwas. Dann ist es der Biochip. Das Gehirn kommt nicht mit dem Datenoverload Stimmt, klar. Bei ihr können es ja mehrere Oder Sachen sein. Oder er hat schon den Cortex erreicht. Kannst du was machen? Nein. Versuch irgendwie den Biochip loszuwerden. Geil. Okay. Okidoki. Doch, die Hauptquest ist tatsächlich, finde alle Tarotkarten. Willst du mich jetzt verkackeiern? Warte mal, also, wir gehen nochmal ins Journal. Ach, ist eine Nebenmission, siehste. Ich glaube, Automatic Love wäre eine Hauptmission. Ja, dann lass uns doch vielleicht... Aber wir haben nichts markiert irgendwie, ne? Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo wir jetzt noch weitere Bilder suchen sollen. Weil wir haben, glaube ich, nichts, was uns irgendwie so drauf hinführt. Weißt du, wie ich meine? Rammen! Mit 3M. Verleiht ihr den Zustand Sättigung? Ja. Ah! Warum ist es so förmlich explodiert? War es jetzt gut? Ich habe Angst. Ich habe mich erschrocken. Wollen wir mal nach oben fahren? Wobei, was wollen wir da? Also, wir finden die Bilder an den entlegensten Orten. Ist die Frage, sollten wir das jetzt probieren? Verschlossen. Waren wir hier schon mal? Oh mein Gott, was machst du denn? Hat sich irgendwas gespritzt? Und du liegst einfach so... quer in der Gegend rum. Ja, also, das mit den Bildern finde ich unfassbar spannend. Ist ja fast so gemütlich wie in dem Wohnzimmer, oder? Okay, dann lass uns zur Karre gehen. Was? Papiere? Oh, das ist wieder der Prophet. Gary! Ihre Körper altern niemals. Und achtet auf ihre Augen. Kalt und tot. Ihr Konzern existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Oh, besser gesagt, Totenwandel. Ich sag's euch, Saburo ist nicht wirklich tot. Er weilt ungestört in der Familiengruft. Labt sich am Blut seiner Diener und erwartet seine blutige Verjüngung. Der einst Versuchen wir ihn jetzt mal. Merkt euch. Nicht überraschend. Im Fernsehen meinten sie, Arasaka arbeitet an Unsterblichkeitstech. Eine leere Lüge, die ihre unmenschliche Natur verbergen soll. Ihre Quelle ist keineswegs Technologie. Sie fließt durch ihre untoten Venen. Doch wie, fragt ihr, können Sterbliche zu Monstern werden, die dem Tod trotzen? Mit Hilfe der Techno-Nekromante von Alpha Centauri. Es war ihr Blut, das Saburo Arasaka trank. Um sich in diese Teufelsbrut zu verwandeln. Gary, verrat doch keine Arasaka-Geheimnisse. Was? Die finden dich. Na und? Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln Seine Anhängerin. Und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien.
Okay, Gary, bist du jetzt fertig? Ich kenne dich. Du kommst. Ja, ja, alles gut. Jetzt wird's persönlich. Was? Filmt sie das? Den Freak film ich. Das ist wie eine Realität. Jetzt tut sie so. Als würde sie das nicht. Was? Hat sie das zu mir gesagt? Weil, was machst du mich denn jetzt an? Hat sie gerade gesagt, such dir mal einen Job? Bittchen. Filmst du? Was ist denn hier jetzt los? Die Jugend von heute. Oh, noch frisch werden, weißt du? Wieder hier so sensationsgeil filmen, irgendwie mit einem WhatsApp-Chat und mich ankacken. Sowas mag ich ja, so eine Leute mag. Hä? Da bist du selbst stehen geblieben. Hab nur Flusen in den Taschen. Ach so, er wollte Geld. Ich dachte, das galt den da. Freunde, ich gehe einfach wieder zum Auto. Und dann werden wir mal gucken, ob wir... wo war denn mein Auto? Wo habe ich geparkt? Wo habe ich geparkt? Hier glaube ich nicht. Ich laufe falsch. Achso, von der anderen Seite kam ich hier. Und dann sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht in Lizzie's Bar rein können. Da würde ich sehr gerne einfach mal gucken. Da ist mein Auto. Also, meins ist es ja nicht. Es ist das, womit wir jetzt gefahren sind. So, ich steige ein. Ich glaube, ich setze mal ein bisschen zurück. Da wackelt aber auch alles in dieser Karre, ne? Freunde, Mann! Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie schon wieder nicht gut, dass alle wegrennen von mir.